So, nachdem der Stranger mit einem Half-Life 1 Display angefangen hat und ich das auch noch nie ganz durchgespielt habe, habe ich gedacht, ich probiere das auch einfach mal aus. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. This train is inbound from level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the central transit hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound. No smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semi-finals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with the background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruitment division. The Black Mesa Research Facility is an equal opportunity employer. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation check is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Radiation safety. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Da geben die wahrscheinlich sehr viel darauf.
Sieht alles sehr sicher aus, das muss bestimmt so. Bei uns ist Atomkraft sicher. Und radioaktive Abfälle. Und eigentlich alles. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you and have a very safe and productive day. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Muss ich mir jeden Morgen das ganze Gesülze anhören? Das ist ja grausam. Ich meine, man stellt sich vor, ich komme gerade zur Arbeit. Jeden Morgen die gleiche Bahnfahrt, das gleiche Gesülze. Heieiei. Can we do this later? Sorry, I'm on duty, Mr. Freeman. Hey, catch me later, I'll buy you a beer. Oh ja, das ist gut. Das erste Bier gesichert. Ja. Ich werde laufen. Schönen guten Morgen. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Ich will hoffen, dass du meine Mails wiederfindest. Die waren wichtig. Greetings. I can't be bothered right now. Please, you'll just have to wait until after the test. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. I hope I was supposed to be in the test chamber half an hour ago. My God, what are you doing? Come on. Aren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Ja, aber ich musste ausschlafen. Man muss auch mal Prioritäten setzen. You'll just have to wait until after the test. Schönen guten Morgen. I can't be bothered right now. Nee, du siehst sehr beschäftigt Please, aus. Please leave me alone until after the experiment. Please leave me alone until after the experiment. Ich hab dir was, na gut. I must remember to report that fluctuation. My God, what are you doing? Du warst unfreundlich, jetzt war ich unfreundlich, das hast du davon. Na, holen wir mal unseren Anzug. Ich muss einfach draufdrücken, ne? This is all within theoretical limits. I can't be bothered right now. Dann halten wir ihn nicht weiter auf, den armen Jungen. Yes, this all looks nominal. Go right on through, sir. Looks like you're in the You'll barrel just today. Have to wait until after the test. Ich gehe davon aus, dass ein nicht unwesentlicher Teil von euch nach dem Test nicht mehr mit mir sprechen möchte oder will. Nee, möchte stimmt nicht, aber kann. Sagen wir kann. Aber das weiß ich ja noch nicht. Ich weiß ja noch gar nichts. Lubidubidu. Report status at 1100, please. Hello, Gordon Freeman. It's good to see you. Hello. Busy now. Aren't you supposed to be in the Erst freundlich begrüßen und dann wieder ein Arschloch sein, ne? Ja. Sorry, sir, I've got to stay in my post. Everybody chill.
wollte nichts sagen. So, wollen wir mal gucken. Guten Tag, meine Herren. Ah, Gordon, here you are. We just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we need the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon. Okay, sir. In the test chamber. I can't be bothered right now. Any ideas on the origin of that new sample? It's about to go critical. What the hell? Ja, die Rechner gehen ein bisschen kaputt, aber das ist zwar kein Grund zur Besorgnis. Es ist alles sicher, das passiert täglich. Funktioniert bestimmt auch noch größtenteils der Rechner. Das muss so. It's not a bug, it's a feature. Das, halbe Stunde, okay. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And, potentially, the most unstable. Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Auf geht's! Arbeit, Arbeit. Testing. Testing. 1, 2, 1, 2. Everything seems to be in order. Ja. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Aber sicher doch. Wunderschön. Stage 2 emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly. Ich bin mir nicht sicher, was das darstellen mag, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich auch mit so einem Schutzanzug da nicht unbedingt nebenstehen möchte. Ja, dass sie das mit der Sicherheit hier nicht sonderlich ernst nehmen, das haben wir ja schon mal eher vermutet. Wir haben es vermutet. Hier hinten ist vorne ein Kontrollcomputer in die Luft gejagt. Jetzt gibt es irgendwelche Probleme mit den Rechnern. Ja, ich weiß nicht, ob das... Aber gut. Nein! Gehört das dazu? Oh, ein gesundes Grün. What is happening? Nein! Seifenblasen. Wie schön. Aber dunkel geworden jetzt. Wo kommt denn das Dunkelheitslicht her?
Guten Tag, der Herr. Könnte ich Sie für einen Staubsauger interessieren? Ich glaube, ich möchte hier raus. Peter? Nein, Peter! Nein! Was haben Sie mit dir getan? Nein! Nimm doch das Kit! Helf ihm doch! Nein, alles tot! Jetzt legen die mir bestimmt als Rache aus dafür, dass ich vorhin so unfreundlich begrüßt wurde und jetzt musste ich natürlich die ganze Facility in die Luft jagen. Ja. Praktisch, dass die Risse zwar groß aussehen, aber in Wirklichkeit viel kleiner sind. Und so können die da ja raus. Why didn't they listen? We tried to warn them. I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create one. Gordon, you're alive. Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him and all our phones are out. Please, get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Also, wenn ihr den explodierenden Rechner hier mal gemeldet hättet, das, I certainly hope you know what you're doing. Hätte möglicherweise geholfen beim Aufhalten, aber gut. Daneben. Au. Okay, ich nehme alles zurück. Hast mich getroffen. Sorry. Das wollte ich nicht. Wow. Gordon, man, am I glad to see you. What the hell are these things? And why are they outside? Yeah, we might stand a better chance if we team up. Hey, hey, hey. Peter, Ralf, Frank. Mach das mal eben. Oh, das, Oh, der hat durch die Wand gesuppt. Heieiei. Das ist ungesund. Vermute ich. Ja, dass hier überall Tote rumliegen, aber keine irgendwelche Angreifer sind. Da ist noch keiner mehr drin. Oh, hier kann ich mich jetzt mal hochheilen, das ist schon mal gut. Naja, fast. Dann machen wir mal weiter, ne? Schubidu. Komm mal, glaub ich, her. Ne, hier guck mal her, Blödsinn.
gut. Ich habe jetzt meine erste. Erste Headcap-Crowbar. Scheiße. Nein! Aber Herr Kollege, wehren Sie sich doch! Ich erlöse ihn mal. Ich mein's doch nur gut. Greif hoch! Verrecken hier, ist ja grausam. Das ist, guten Tag, der Herr. Oh. So, helfen Sie mir doch. Ist nicht. Oh, du kannst aber schnell aufstehen. Nicht schlecht. Hey. Ich habe das Gefühl, das war ein Extra. Hier geht's nicht weiter. Kurz, so, das ist besser. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ach, da. I don't suppose you reconsider. I'm going to stay here and wait for my father. You're going to have to leave me here, Gordon. Hey, this is as far as I go. Ich würde ja gerne, aber na gut. Oh, die können sogar fliegen. Nicht schlecht. Das ist doch kleine Pinguine. Wo ist hier jetzt lang? Na komm. Jetzt so unfähig hier rauszuklettern. Ah, geht doch. Diese Sterbeanimation, jetzt allerliebst. Thank you.
nett, dass ihr alle von alleine runterfallt. Aufpassen. Ah, ich habe ein volles Leben, aber da vorne wäre noch eine Health Station. Das habe ich auch bei Stranger gesehen. Da sollte man vorher dran denken. Dann kann man die auch noch mitnehmen. Jetzt habe ich nicht mehr volles Leben. Wunderbar. So. Aber springen, hey, hey. Ah, die Mais war nicht alle kaputt. Au. Ja, kaputt, keine Ahnung. Sehr gut, wird doch auf Tür. Kommen wir so hoch? Ich hab's jetzt letztes Mal gar nicht aufgepasst. Eieiei. Fast so aus, als käme man da hoch. Oh. Das reicht doch. So, wir haben es auf die andere Seite geschafft. Ich glaube, das war's fürs Erste. Ich habe jetzt nicht so dadurch viel gesprochen in der Zwischenzeit. Nicht so das typische Let's Play verhalten. Aber gut, laufen wir mal eben wieder hoch. Ja, machen wir den Teil auch mal eben wieder. Hey, hey. War ja klar, dass ich da noch mal eben wieder runterfallen muss, ne? Das ist typisch. Aber so schnell haben wir den Part auch schon wieder wiederholt. Da sind wir wieder. Und ja. Vielen Dank soweit. Speichern wir mal. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.